Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Und zwar suchen wir heute zusammen das beste Team vor dem Team of the Season, beziehungsweise vor dem Community-Tots. Eine Art neues Format auf meinem YouTube-Channel. Mal sehen, wie ihr das feiert. Wenn ihr es feiert, dann lasst schon mal ein Like da, lasst schon mal einen Kommentar da für den Algorithmus, damit ich es nächste Woche dann nochmal mache, wo wir dann eine Folge machen, die besten Teams nach dem Community-Tots. Dann kommen Premier League-Tots raus, die besten Teams nach dem Premier League-Tots und immer so weiter. Ne, ihr wisst, ihr seid verrückt nach Teambewertungen und dann habe ich hier jetzt so ein Format, wo ich halt das ein oder andere Team mal bewerten kann. Finde ich es eigentlich eine ganz coole Idee. Deswegen bin ich mal auf eure Resonanz gespannt. Ich werde es so machen, dass ich aber jetzt keine krassen Teambewertungen mache. Ne? So sag, hey, das Team so, der Innenverteidiger, da muss der rein. Okay, linker Flügel muss der rein. Rechter Flügel muss der rein und so weiter und so fort. Quatsch. Ich zeige euch so viele Teams, wie es geht. Gebt eine Bewertung 1 bis 10. Ich bin da richtig kritisch, weil am Ende des Tages bekommt der erste Platz auch was. Ich überlege mir noch, ob eine 10er PSN, eine 20er PSN oder vielleicht auch einfach, keine Ahnung, Amazon-Guthaben oder so. Der Gewinner soll mir einfach bei Insta schreiben und dann werde ich ihm da schon etwas rüberschicken. Man kann ja auch sonst schnacken. Vielleicht feiert er ja, wenn er hier irgendwie so eine Foodkarte bekommt oder so. Was weiß ich. Er soll mir dann einfach schreiben und dann klären wir da, was der Gewinner bekommt, beziehungsweise was der bekommt, der das beste Team hier hat. Ne? Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, welches Team ihr am besten fandet. Allgemein ist, glaube ich, auch ein ganz cooles Inspirationsvideo für euch, um mal die ganzen Videos hier zu sehen. Und ich hoffe natürlich auch nicht, dass ich hochgenommen wurde, mir da jetzt 10.000 Leute irgendwelche richtigen Kack-Teams geschickt haben. Ich habe auch gesagt, am besten Screenshots vom PSN, aber es werden, denke ich mal, trotzdem auch ein paar Web-App-Screenshots mit drin sein. Foodbin werde ich nicht mit reinnehmen, weil bei Foodbin kannst du dir halt einfach R9 und keine Ahnung wen reinklatschen und dann hast du sie am Ende des Tages gar nicht. Und wenn ihr nächste Woche dabei sein wollt, falls es dieses Format weiterhin gibt, lasst einfach schon mal ein Follow bei Instagram da. Ich werde euch Bescheid geben, wenn ich wieder eure Teams haben möchte. Das wird wahrscheinlich dann so nächste Woche Dienstag, Mittwoch sein und dann geht's ab. Dann könnt ihr euer Team senden und wie gesagt, das Einzige, was ihr machen müsst, ist Follower sein. Bei Instagram, bei YouTube, passt. Gut, und ihr seht's im Hintergrund Insta-DMs. Also ich werde erstmal hier ein bisschen durchgehen bei den Leuten, denen ich schon mal irgendwann im Leben geantwortet habe. Die sind natürlich dann jetzt hier im Hauptordner. Ich kann aber gar nicht weiter runter scrollen. Ja, perfekt, Instagram. Ich kann einfach gar nicht weiter runter scrollen. F an die Leute, die da weiter unten sind. Gut, dann gucken wir jetzt hier mal durch. Haben hier direkt das erste Team. Und ich muss sagen, sexy. Sexy Team. Innenverteidigung ein bisschen schwierig, aber ich würde schon sagen, das ist so eine... Boah, 8. Ja, ein bisschen kritischer. Wir müssen kritischer sein. 7 von 10. Ich sage, es ist eine 7 von 10. Nächstes Team, der hat sogar noch geschrieben mit RTG und blabiblo. Okay. Wer ist das? Ist das Kakafood Burste hier in der Mitte? Okay. Sieht schon mal besser aus. Eder Militao Rechtsverteidiger. Okay, muss man jetzt nicht mal. Okocha stört mich hier am meisten. Aber ansonsten ist das echt ein gutes Team. Also hier kann man, glaube ich, eine 8 von 10 geben. Eine 8 von 10 ist, glaube ich, sehr. Ich glaube, eine 8 von 10 ist hier auf jeden Fall gut angemessen. Das ist natürlich immer scheiße. Nachricht nicht verfügbar. Verwende die Instagram-App, um diese Antwort zu sehen. Perfekt. Geht nicht, Bro. Geht nicht. Ich zoome auch ein bisschen ran für die nächste. Hier, Bro, für das Video. Wäre cool, wenn das Team drinne wäre. Lukas, mein Freund. Das Team ist drinne, aber das Team ist echt wegen dem Rudi Völler, Cordova. Oh, schwieriges Ding. Ich sag eine 6 von 10. 6,5 von 10 vielleicht. 6 von 10. Next one ist dann dieses Team hier mit einem Petro vorne, Sergi Dada. Ah, Dumfries und so, Bro. Ich war ja auch so 6 von 10. 6,5 von 10, so irgendwie so. Aber auch nicht das beste Team von Tots. Auf keinen Fall, Bruder, auf keinen Fall. Nächstes Team. Oh, hier haben wir... hier haben wir sehr viel Potenzial. Alleine die Bank, Digga, da noch so ein Julian Alvarez und so. Okay. Also Innenverteidigung top, Torwart top. Also Verteidigung allgemein top. Mittelfeld, ein Abräumer, ein Offensivspieler. R9 mit, Cruyff Prime. Ronaldinho 91, wäre noch cool, wenn er den 94er hätte. Und Joe Cole kackt rein, Bro. Wieso hast du da? Joe motherfucking Cole, Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Bist du verblödet oder bist du verblödet? Lass die Fensterscheibe unten! PPJM oder so, oder keine Ahnung, Digga. Nicht Joe Cole, der kackt echt rein. Der Rest des Teams krass. Jetzt hier noch so ein Jairzinho Prime oder Garrincha Prime oder keine Ahnung. Wäre das wahrscheinlich eine 9 von 10, wenn nicht sogar 9,5 von 10. So sage ich 8,5. Joe Cole kackt echt rein, aber sonst echt ein crazy Team. Kai, ne? Weißt du Bescheid, Kai? Vielleicht bist du der Beste. Nächster, okay. Hier, der Mann, der muss loslassen. Also, der spielt Goldkarten. Nee, Bro. Also 5 von 10. So, auf süß. 5 von 10, würde ich sagen. Mein Team vor dem Tots. Oh, alles klar. Du bist schlecht, heißt er einfach. Okay, Cruyff ist stabil. Ja, sieht auch gut aus. Fast Full Icon Team. Achso, falls ihr euch wundert, warum meine Lippen so weiß sind, das ist Creme, ne? Also nicht falsch verstehen, Penatencreme. Wenn eure Lippen mal ein bisschen rissig sind oder ein bisschen trocken sind, haut euch über die Nacht Penatencreme drauf. Das ist die Meta. Vertraut mir einfach. Gut, Jungs, was sagen wir zu dem Team? Ist es besser als das Team eben mit R9 und so? Boah, schwierig. Würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ist zwar cool, aber ich glaube, ich bleibe hier bei einer 8 von 10. Vielleicht
7,5 von 10. Das sind jetzt echt, also Icons sind halt nicht mehr das Nonplusultra und so. Ja, Maldini könnte man nochmal upgraden. Jorginho könnte man upgraden. Henri Best. Ja, sagen wir 7,5 von 10. Wegen deinem TikTok. Selbsteinschätzung meinerseits wäre eine 6,7 von 10. Und da, mein lieber Freund, liegst du fast goldrichtig. Also die Sasi ist halt, also das sind halt krasse Karten, aber wir suchen halt das beste Team so, ne? Versteht mich nicht falsch. Dementsprechend, ich würde hier eine 7 von 10 geben, ja. Das sind schon krasse Karten, aber um auf diese Next-Level-Shit zu kommen, musst du halt echt die besten Karten der Besten haben. So ein 80-Millionen-Team haben oder so, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, ja, ist ein cooles Team, safe. Bringt bestimmt auch Bock mit Poggi und so da. Aber ich sag eine, ja, eine 7 von 10. Dann haben wir hier Jonas, mein Freund. Jonas. Brahim Diaz, quatschig. Um Titi, quatschig. Di Lorenzo, quatschig. Lucio, normal und so. Das ist wieder dieser Call, ne? Karten an sich gut, aber ich glaube, hier gebe ich sogar nur eine 6,5 von 10. Alex, mein Bester. Schade, Nachricht nicht verfügbar. Machen wir weiter. Felix, W oder L? Ja, okay. Prime R9. Nice, Bro. Gönn dir. Ole für Teambewertung. Okay. Wir haben natürlich Mbappé Gold und den Sneaky Al-Oeveran. Mbappé Gold, aber nicht mal Fullcam. Ja, Touré Base. 6,5, Bro. 6,5. Es werden viele Sechsen, Siebenen und so, glaube ich, vergeben, weil die Teams halt alle so auf einem Niveau sind. Aber, ja, schwierig. Unai auf die 1. Ach, das hatten wir schon. Ja, wieso macht er das nicht weg, wenn ich schon da drauf bin? Welches hatten wir da noch nicht? Elias, leider geht das nicht, dass ich dein Team bewerte. Haaland tot. Okay. Bro, Angriff ist an sich stark. So, Al-Oeveran und Coit könnte man nochmal austauschen. Aber was ist mit der Verteidigung schon wieder? Fürlomondi Gold, Mendy Gold im Tor. Dann so ein Fernando, Digga, der auch nicht schlecht ist. Aber Bro, nicht in so einem Team. 7 von 10. 7 von 10, Bro. Es tut mir leid. Haaland carried ein bisschen. Aber der Rest, boah, war echt nicht schwierig. Dann haben wir hier noch... Guck mal, die war ich alle schon, Bruder. Ich war die schon alle. Ah, nee, hier. Oh, Ronaldinho Prime. Aber ansonsten nichts Besonderes. Und schon wieder ein Goldkeeper, Bro. Ein Goldkeeper. Habt ihr es überhaupt nicht? Why do you have to be mad? Was sollen diese Goldkeeper, Digga? Hä? Ohne Sinn. Einfach Goldkeeper. 6 von 10. Ah, okay. Ist ein bisschen hart, Digga. Ist schon nicht so scheiß Team. Sagen wir 7 von 10. 6,5 von 10. 6,5 von 10. Ist gar nicht so einfach, Digga, so 1 bis 10 Bewertung zu geben. Kannst du mal werden ab 20 Euro ausgeben. Marquinhos Trade. Okay, Bro. Dann verkauf mal dein Marquinhos Trade. Nee, Bruder. Muss er loslassen. 6 von 10. So, also wenn ich dann Walcott sehe, ja, Touré Base, Marquinhos Info und so. Vielleicht noch eine 6,5, aber schwierig, eher 6 von 10. Für dein TikTok- oder YouTube-Video hatten wir es schon? Nein, hatten wir noch nicht. Und ja, er spielt Bernardo Silva, aber auch nicht volle Chemie. Oder ist das ein Bug? Nee, Gesamtchemie 28 von 33. Angelino, Hummel. Okay, hier haben wir wieder selbes Problem an sich. Coole Karten und so, aber halt nicht diese Non-Plus-Endgame-Ultra-Shit so. Dementsprechend auch hier. Finde ich ein bisschen kreativ gebaut, so mit Bully, Premier League und so, aber ist halt auch nicht Fullcam, 6 von 10. Gut, dann switchen wir jetzt nochmal rüber zu den Anfragen, Jungs, weil da sind natürlich auch einige gelandet. Der möchte Verbesserungsvorschläge annehmen. Bab, zeigen wir mal her. Verbesserungsvorschläge gibt's nicht. Ah, Digga, er spielt Terrier. Nein, 5 von 10. Nee, Bro, sorry, Zeit. Nee, Bro. Oh, guck mal, Nachricht nicht verfügbar. Jungs, ihr müsst mir die Nachricht nächstes Mal so im Chat senden. So mäßig, weißt du? Also, ja, wenn ich jetzt hier auf den Chat zum Beispiel klicke, bap, zack, dann kann man ja hier so ein Bild senden. So müsst ihr es machen. Und da links ist ja so Kamerasymbol. So senden das, meinst du? Das ist falsch. Gut. Wen haben wir hier? Dembele Inform ist natürlich eine coole Karte, aber keine Endgame-Meta-Karte. Hazard, Kalulu, schwierig. 7 von 10, Bro. Da sagen wir 6,5 von 10. Ich muss streng bleiben. 6,5 von 10. FC Untrade, zeig mal her, mein Freund Alexander, FC Untrade. FC Untrade, Brolins, Deutschkopf. Okay. Ich kann schwören, Digga, irgendwas wurde abgesprochen. Warum Carvajal Gold? Hä? Stell doch zumindest Lukas Vazquez oder so dahin. Bro, what the fuck? Ja, also war... Nee. Carvajal kackt schon echt hart rein. 6 von 10, würde ich sagen. 6,5. 6,5 wegen dem Toti. So, gehen wir weiter. Ey, ich habe halt so viele Anfragen, ne? Digga, wie lange soll denn das Video werden? 30 Minuten? Jungs, ich kann ja echt nur so eine 20-Minuten-Aufnahme machen oder so. Endlich mal jemand mit einem PSN-Screenshot. Das sieht doch super aus, aber die Baller verquatscht. Messi-Flashback verquatscht. Weil ich Messi mag, gebe ich den 7... Ja, nee. Ich muss 6 von 10 sagen, Bro. Es tut mir leid. 6 von 10, Mann. 6 von the motherfucking 10, Bro. Vor Tots, nächster. Oh, okay. Mal
Endlich, Junge. Endlich. Ich brauche diese Teams. Ich werde jetzt, glaube ich, es so machen. Ich werde Teams jetzt einfach, damit wir ein bisschen schneller vorankommen, ich mehr Teams angucken kann, Teams skippen, die einfach nicht ansatzweise so aussehen, okay? Wo ich einfach quatschige Karten drin sind, weil, Bruder, das sind die Teams, die wir brauchen. Er hat zwei Totis, schon mal sehr stark. Mbappé Gold ist halt verquatscht. Eusebio aber stark und so. Mittelfeld Dior sieht auch cool aus. Ich würde wahrscheinlich Blanc einfach eine IV packen und mir einen anderen ZM holen. Aber ansonsten sind wir hier mal wieder bei einer 8 von 10, würde ich sagen. Eine 8 von 10. 8 von 10, 8 von 10. Sehr schön, Emir Han. Sehr schön. Bitte schreibt mir zurück oder bewerte. Ah, okay. Mag mein Freund, weil du mich nervst, mache ich es nicht. Bruder, schickt mir einfach euer Team und wenn ihr ins Video kommt, kommt ihr ins Video, Bro. Ihr seht doch hier selber, ich habe keine Ahnung, also da steht Anfragen 58, aber das größte Bluff sind safe 3, 4, 500 Anfragen. Entsprechend chillt ein bisschen. Oh mein Gott, einfach mit Toaster aufgenommen. Und er tot die Icon Ronaldinho, Digga. Und darum dann so ein Klaus und so ein, wie auch immer er heißt und so. What the fuck, Bro? Wasted Talent, man. Ronaldinho tot die Icon. Das darf doch nicht wahr sein, Mann. Oh Junge, lass los, Bro, lass los, wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Scroll mal ein bisschen runter, ich will auch mal Leuten die Chance geben, die das Team vor über 21, guck mal, allein wie viele da vor 21 Stunden und so gesendet haben. Ich muss weiter runter, weiter runter, weiter runter. Ich muss raus. Ich brauche hier mal ein paar andere. Kimpembe muss noch raus, zeig mal her, Bro. Das ist halt voll kacke gemacht bei Instagram, dass er immer zurückspringt. Okay, das kommt aber auch rein, ja, ja, das können wir auch mitnehmen. Coit Fantasy, okay, Kimpembe. Kimpembe muss noch raus, aber bin broke. Damit bist du aber auch nicht beim besten Team gelandet, Mika. Es tut mir leid, Habibi. Müssen wir dich weiterschicken. Ohne Kimpembe mit einem krassen IV wäre es wahrscheinlich eine 8 oder 9 von 10. Hier, mein Team vom Tots. Wäre cool, wenn ich ins Video komme. Bro, du bist im Video, weil du auch ein gutes Team hast. Ein sehr gutes Team. Oh, ey, Eusebio Food Birthday ist behindert teuer. Best Food Birthday ist auch behindert teuer. Joao Felix ein bisschen verquatscht, aber der Mann hat auch noch 2K Münzen. Jairzinho, Park Ji-sung. Okay, alles Full Camp. Gefällt mir, Bro. Gefällt mir. 8,5 von 10, würde ich sagen. Ist noch nicht das Beste, aber 8,5 von 10. Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Das gefällt mir schon sehr gut, mein Freund. So, vor einem Tag sind wir jetzt hier schon angelangt. Sehr schön. Alles Untrade außer Marquinhos, Amavi und Nee, muss er loslassen. Also mit Amavi und so wirst du hier nicht den Thuram, wirst du nicht den Award holen, Bruder. 7 von 10. 7 von 10. Damit wirst du nicht den Award hier holen, mein Bester. Wir gehen weiter. Nils Müller. Nils Müller mit dem Raspadori ist verquatscht. Ja, ist auch, also wird safe Spaß bringen. Ne? Versteht mich, wie gesagt, nochmal nicht falsch. Aber Pirlo, Raspadori, Neymar, Mbappé, schwierig. 7,5 von 10 trotzdem. Weil an sich sind das coole spielbare Karten. So, der nächste, Benny Was. Benny Was! Hatten wir nicht eben so ein ähnliches Team? Oh, Maldini kackt halt ein bisschen rein. Wanderson auch. Mbappé Gold. Digga, wie viele Mbappé Gold spielen. Das ist ein Fluch, Jungs. Ich spiele selber. Ja, ich gehöre zu euch. Was soll ich machen? Ich gehöre auch zu euch. Aber ja, er muss raus, Jungs. Ich hoffe, Tots wird uns da helfen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob er dieses Format feiert und wir es die nächsten Wochen machen, weil dann sehen wir hoffentlich nicht mehr so häufig Mbappé Tots. Mbappé Tots. Ja, wir sehen den Mbappé Tots häufig. Was labert der mit dem Lächeln? Was laberst du? Nee, aber Maldini, schwierig. 8 von 10, sage ich. 8 von 10. Ist an sich aber ein cooles Team. Ah, Bruder, guck mal, der süße Mael. Wäre lieben gern dabei, aber du hast selbst Löschen und Nachrichten gesendet. Kann ich auf dem PC nicht anschauen, Bro. Kann ich auf dem PC nicht anschauen, mein Bester. So, Okocha ist Trading, hab noch 200k. Bruder, no. No, thank you. Ödegaard, Bino Gittens, Okocha, 6 von 10, würde ich sagen. 6 von 10, die kacken schon sehr, sehr hart rein. Nächster, Daniela. Daniela. Oh, Neymar auch wieder am Start. Okay. Ja, kein scheiß Team. Kreativ, 7 von 10, würde ich sagen. Aber halt kein krasses Endgame-Meter-Team. Ey, das kann doch nicht sein, Jungs, dass ich hier nicht jetzt so ein Team sehe, wo, keine Ahnung, die krassesten der krassesten drin sind. So Vieira Prime, Zidane Prime, R9 Prime und so weiter und so fort. Guck mal, auch schon wieder. Not bad so, aber auch ein bisschen vielleicht auf Chemie achten. Aber auch max 7 von 10, vielleicht sogar 6,5 von 10. Ist nichts Besonderes mehr. Es ist einfach nichts Besonderes mehr, Jungs. Müsst ihr mir leider zustimmen. Seid da nicht böse, ne? Aber es ist halt einfach so, Digga. Es ist halt einfach so. Ja, hier hätten wir zum Beispiel diese besondere Karte im Mittelfeld. Hier hätten... Oh mein Gott, das sieht gut aus. Oh, Digga, es gibt halt ein paar Karten. Eto'o, Cantona und so. Das ist... Cruyff da vorne hin, R9 da vorne hin, Pelé da vorne hin. Digga, aber an sich, Mittelfeld schon sehr strong. Genau sowas will ich sehen. Diese beiden hier. Diese beiden. Sowas möchte ich sehen, Jungs. Aber ihr kriegt ein 8 von 10 von mir. Ist schon ein sexy Team. Vielleicht sogar 8,5. Vielleicht sogar 8,5. Würde ich freuen, ins Video zu sein. Okay, du bist im Video, Bro. Aber du wirst hier nicht den Preis absahnen mit deinen. Mit den beiden hier hinten und so. Mit dem Rabiot. 7 von 10. Vielleicht 7,5 von 10. Aber mehr ist es nicht. Aber ich sehe immerhin keine so kompletten Gold-Teams. Das ist schon mal gut. Davor hatte ich ein bisschen Angst, dass Leute mir ein komplettes Gold-Team schicken. So. Er hat Footbin gebaut. Bro, du bist leider raus. Footbin bauen, Quatsch mit Dose. Zack. Wegen deinem TikTok ist weg. Plus ist weg und Herz rot. Ich küsse dein Herz, Domi, aber ich kann leider deine Nachricht nicht
lesen oder sehen eher gesagt. Zack, ihr seht, es hört gar nicht auf. Also ich habe hier so viele Nachrichten. Ich werde einfach nochmal auf entspannen. Mir ein paar Teams immer raussuchen. Ich bin heute auch noch unterwegs und so in der Bahn. Kann man sich ein paar Teams raussuchen. Deswegen doppelt hält besser, Jungs. Also schickt mir, wie gesagt, einfach euer Team, lasst ein Follow da. Ich hoffe, wir können das Format weiterführen. Ich hoffe, ihr pusht dieses Format. Wie gesagt, mit einem Like könnt ihr das pushen. Mit einem Kommentar könnt ihr es pushen. Wenn ihr euch das Video anschaut, wenn ihr es nochmal durchlaufen lasst, pusht dieses Format und dann geht's ab, Jungs. Und dann werden wir jede Woche dieses Format machen. Ansonsten werde ich jetzt noch die ganzen Teams, die ich hier sehe, einfach mal Freestyle bewerten. Ich werde lange nicht alle schaffen, 100% nicht. Aber ich werde einfach mir mal ein paar raussuchen und ein paar von euch unter die Arme greifen. Ne? Deswegen einfach so oder so mal Follow bei Instagram da lassen. Auf süß, aber der wird den Preis auch nicht abräumen. Er hat Rolle Toti Icon, ja. Vira auch, ja. Eusebio auch, ja. Rest gut, aber reicht, würde ich sagen, maximal so 7,5 von 10. Oh, sagen wir 8 von 10. Sagen wir 8 von 10. Wir werden mal gerne, würde mich freuen. Guck mal auf beiden deinen TikToks-Videos, sind mega cool. Bruder, ich küsse dein Herz, Leo, aber ich kann deine Nachricht auch leider nicht sehen. Bitte schick Nachrichten im Chat. Bitte, bitte, bitte. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Gut, nächstes Team. Oh, ich dachte gerade Pelé, Mbappé, Toti da hinten und so. Geht in die richtige Richtung. Turan, Ginola, warum? Wären die beiden raus, hättest du, glaube ich, den Preis. Wer da vorne ein R9? Keine Ahnung, wer drin gewesen ist. Auf der ZM-Position. Lass es ein Vieira, Zidane, keine Ahnung, wen sein. Oder irgendeine krasse Nkunku Food Burst hätte schon gereicht oder so. Aber, schwierig. Schwierig. Kriegt eine 8,5 von 10. Bis auf die beiden halt. Also die, schwierig, Digga. Schon echt ein nice Team. Also es ist halt komplett Meta, ne? Versteht mich nicht falsch. Wird auch rasieren damit, aber ja, schwierig. Das beste Team vom Tod. Irgendwie haben wir noch nicht so das beste Team vom Tod. Ich kann vorher eigentlich aufhören. Ich will so ein Team haben, was mich komplett umhaut. Das geht in die richtige Richtung. Ist aber auch maximal 8,5 von 10. Mit der IV habe die Pelé auch nicht die krasse Karte. Puskas. Jairzinho immer noch, ja, 8,5 von 10 Max, eher 8 von 10, würde ich sagen. Weiter geht's. Brauche jetzt mal ein Team, was mich komplett wegscheppert, Digga. Rechte Seite, guckt euch das an, sowas suchen wir doch. Und dann linke Seite lässt nach, Bro. Lässt nach, auch eine 7, ja, sagen wir 8 von 10, auch eine 8 von 10. Auch eine 8 von 10, mein Freund. Wir brauchen mehr, wir brauchen bessere Teams. Alles anscheinend außer Dudek. Wenn ich Dudek lese, kann ich eigentlich schon weitergehen, ne? Ja, Bruder, er spielt Özi, nee. Du wirst es hier nicht holen, ist eine 7 von 10, aber bringt bestimmt auch Bock und so. Vielleicht 6,5 von 10. Aber mehr ist da nicht drin. Mehr ist da nicht drin, mein Freund. Das wäre halt richtig fail, wenn ich offstream gucke und dann das beste Team für mich finde, ne? Weil jetzt, ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ich glaube, Kai hieß der vorhin oder so, ne? Der hatte, glaube ich, eine 8,5, 9 von 10. 9 von 10, glaube ich. Okay, Koundé ist auf jeden Fall sehr verquatscht. Nee, Bruder. Nee. Koundé ist verquatscht. Kiwi ist jetzt auch nicht so meins. Resi kann man machen. Forlan ist auch nicht so meins. 7,5, Bro. 7,5. Alle haben keine Coins, Digga. Schaut ihr meine Trading-Videos nicht? Seid ihr lost? Digga, ihr müsst mal wirklich ein Follow da lassen. Verdammt. Das ist ja geistkrank. Sehe ich hier mal 1K, 2K und so. Oh, Martial, okay. Kimpembe ist aber Quatsch. R9 Baby ist Quatsch. Ja, kann ich auch leider nur eine 7,5 von 10 geben, maximal eher eine 7 von 10 sogar. Sind schon echt ein paar günstige Karten dabei gewesen und auch so R9 Baby und so. Ist zwar R9, ja, ich weiß, aber ist nicht der richtige R9. Kannst du bitte mein Team bewerten? Footbin, nope, I cannot bewert your team on Footbin, Bro. Ich glaube, wir müssen das Video gleich cutten, Jungs. Ich sehe, wir sind schon irgendwie 25 Minuten oder so in der Aufnahme. Wird also langsam echt schwierig und die Teams werden wirklich nicht unbedingt krass besser. Bruder Haki, 6 von 10, Dieser hier, Hakimi und Brahim und Pedro, nee. 6 von 10 Max, wenn nicht sogar 5,5 von 10. Das war echt nochmal ein kleiner Reinfall. Wieso spielt der Al-Jabba, Junge? Und wieso hat er keine Coins? Ey, stellt euch vor, hier ein anderer Stürmer noch drinne. Dann wäre es das, glaube ich, gewesen. Okay, aber Keuton, oh Gott, das ist auch nicht so krass. Aber tot die eigene Ronaldinho und Pelé Prime. Carrying schon so krass. Matthäus Prime, Maldini Prime, Hakimi, Toti und so. 8,5, Bro. 8,5. Al-Jabba kackt schon hart rein. Sag ich dir ehrlich. Und du wirst jetzt sagen, ja, der ist aber gut, Kenai. Lüg nicht. Ja, aber es geht um krasses Team, so ein teures Team und boom, you know what I'm saying? Der Sino ist schon mal nicht, der 90er ist schon mal ganz gut, aber Hakimi, ey, Bruder. Hakimi Gold, ich kann es nicht mehr sehen, 6,5 Janis. Bruder, warum haben alle mal Hakimi Gold, Digga, in ihrem scheiß Team? Wollt ihr mich verarschen oder was? Was ist das mit Hakimi Gold hier heute? Ist ja unfassbar. Selbstlöschende Nachricht kann ich nicht angucken. Okay, drei Teams noch, Jungs. Drei Teams noch. Wenn mich davon keiner umhaut, hat heute keiner gewonnen. Was soll ich erzählen? Ich schwöre, es hat keiner gewonnen. Nee, hat keiner gewonnen. Ja, Bruder, guck mal hier. IVs und die natale Base und so.
6. 5,5 von 10, sogar nicht mal volle Chemie. 5,5 von 10, ey, Medin. Streng dich ein bisschen mehr an, Bruder. Was das? Was das? Für Kiers kommt eben Bonucci rein. Mein Freund, ich markiere dich, dass ich deine Nachricht gelesen habe, aber brauche ich mir nicht mal angucken. Also mit Kier, Bonucci und so, pff, nee, wird kein bestes Team werden. Mein Team zum Top-Budget. Oh, warte mal, ich sehe da Totis. Ich sehe hier Potential. Das ist das zweite. Danach kommt noch ein Video. Eduard, mit einem schönen Profilbild hier. Eduard, zeig bitte. Nein, er ist weg. Wo ist Eduard? Ah, hier ist er. Ich sehe seine Nachricht nicht, Jungs. Eduard ist weg. Oh, da ist er doch. Ey, er ist weg. Eduard, es tut mir leid. Du hättest der Sieger der Herzen sein können. Ja, ja, ich hab's. Oh, das hat gespackt. Das ist eine selbstlösche Nachricht, Jungs. Bitte schickt eure Teams richtig ab. Nein, Eduard. Ich hab's nur ganz kurz gesehen. Ich kann's aber so nicht bewerten. Boah, aber es sah krass aus. Es sah wirklich krass aus. Scheiße, Eduard, du hättest den Preis hier abholen können. Selbst schuld. Selbst schuld, Bro. Selbst schuld, Eduard. Schade, schade, schade. So, letztes Team, Luis. Du bist es. Du bist der Auserwählte. Und wie gesagt, offstream mache ich da noch ein bisschen weiter. Aber fürs Video reicht sich, Jungs. Es ist nicht das beste Team dabei. Hier fängt es auch wieder super an. Ich sehe hier Lucio World Cup. Nice. Goretzka kann man auch machen. Bambi kann man machen. Aber dann... Der Rest ist halt nothing special, Bro. Nothing special. 10 von 10. Nothing special about that, Bro. Tut mir leid, Luis. Das war's. Ich glaube, wir haben jetzt safe 30, 40 Teams oder so. Wir sind, wie gesagt, schon echt lang über der Aufnahmezeit. Ich hoffe, die Cutter kriegen das gut gecuttet, dass es für euch unterhaltsam zu schauen ist. Falls ja und falls ihr dieses Format weiterhin sehen wollt, falls ihr mich supporten wollt, Jungs, Like, Follow, Kommentar. Ihr wisst Bescheid. Ich freue mich auf jeden Fall, falls wir das Format weitermachen. Bei mir macht es Bock, eure Teams auch mal anzugucken für so ein Video. Und deswegen würde ich sagen, lasst Follow auf Instagram da. Schickt euer Team schon mal nach dem Community-Tots, wenn ihr eure Red Picks und so abgeholt habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.